dieser die Eingabesequenz auf die Quicksort angewandt werden soll. Als erstes wird ein Pivot-Wert gewählt, in diesem Fall die 3, die zweimal in der Sequenz vorkommt. Allgemein muss der Pivot-Wert kein Wert in der Sequenz sein, er darf nur weder kleiner noch größer als alle vorkommenden Werte sein. Die Eingabesequenz wird dann in 3 Teilsequenzen zerlegt. In die erste Teilsequenz kommen alle Werte kleiner als der Pivot-Wert, in die zweite Teilsequenz kommen alle Vorkommen des Pivot-Werts und in die dritte Teilsequenz kommen alle Werte größer als der Pivot-Wert. Der erste Wert ist in diesem Schnappschuss schon korrekt in die zweite Teilsequenz platziert. Der zweite Wert aus der Eingabesequenz ist kleiner als der Pivot-Wert, kommt also in die erste Teilsequenz. Die 4 kommt entsprechend in die dritte Teilsequenz. Die 2 kommt wieder in die erste Teilsequenz, weil kleiner als Pivot-Wert 3. Die 6 kommt in die dritte Teilsequenz. Das zweite Vorkommen des Pivot-Werts kommt in die zweite Teilsequenz. Die 1 kommt in die erste Teilsequenz. Und schließlich die 5 in die dritte Teilsequenz. Damit ist die Eingabesequenz vollständig zerlegt. Jetzt wird Quicksort rekursiv mit der ersten Teilsequenz aufgerufen. Ergebnis ist, dass die erste Teilsequenz sortiert ist. Als nächstes wird Quicksort auch mit der zweiten Teilsequenz aufgerufen. Ergebnis ist, dass auch die zweite Teilsequenz sortiert ist. Schlussendlich werden alle 3 Teilsequenzen wieder zu einer Gesamtsequenz zusammengefügt und die ist sortiert. Wir haben ein Beispiel gesehen, in dem der Pivot-Wert in der Eingabesequenz vorkam. Nun betrachten wir dasselbe Beispiel nochmal, aber mit einer anderen Wahl des Pivot-Werts. Dieser Pivot-Wert 4 kommt nicht in der Eingabesequenz vor. Daher ist klar, dass die mittlere Teilsequenz am Ende leer bleiben wird. Ansonsten funktioniert die Zerlegung wie beim ersten Pivot-Wert 3. Das wird jetzt nicht mehr im Detail kommentiert. So, jetzt ist die Eingabesequenz vollständig zerlegt und die mittlere Teilsequenz ist natürlich leer geblieben. Auch hier wird Quicksort dann mit der ersten Teilsequenz aufgerufen. Und die erste Teilsequenz ist sortiert. Nun Aufruf von Quicksort mit der zweiten Teilsequenz. Und ebenfalls sortiert. Auch hier ergibt die Zusammenfügung der Teilsequenzen wieder eine sortierte Gesamtsequenz. Der Algorithmus ist rekursiv. Rekursionsanker ist der Fall, dass die Sequenz leer oder einelementig ist. Im Rekursionsschritt wird ein Pivot-Wert aus dem Bereich der zu sortierenden Werte gewählt. Die Sequenz wird zerlegt in alle Elemente kleiner als der Pivot-Wert, alle gleich und alle größer als der Pivot-Wert. Die erste und die letzte Teilsequenz werden rekursiv sortiert und alle 3 Teilsequenzen werden in der ursprünglichen Reihenfolge wieder aneinander gehängt. Dazu betrachten wir 2 beliebige Elemente der Ergebnisliste. Wenn die beiden Elemente aus verschiedenen Teilsequenzen stammen, sind sie wegen der Zerlegung nach Pivot-Wert in der richtigen Reihenfolge. Wenn beide aus der ersten oder beide aus der letzten Teilsequenz stammen, sind sie nach Induktionsvoraussetzung sortiert. Und wenn beide aus der mittleren Sequenz stammen, sind sie eh gleich. Im Extremfall, wenn der Pivot-Wert immer gleich dem minimalen oder maximalen Element der Sequenz ist, verringert sich die Größe der größeren Teilsequenz immer nur um 1 auf jeder Rekursionsstufe. Das bedeutet quadratischen Aufwand im Worst Case. Wenn der Pivot-Wert aber immer so gewählt werden kann, dass die größere der beiden Teilsequenzen um einen festen Faktor Alpha kleiner 1 kleiner als die Gesamtsequenz ist, dann ist die Rekursionstiefe logarithmisch und der Gesamtaufwand ist n log n.